Moin Leute, was geht? Hier ist wieder euer Förster und herzlich willkommen zum aktuellen Fairytale Preview auf Folge 260. Übrigens verfüge ich jetzt über Twitter, das heißt, falls euch langweilig ist und ihr mir auf Twitter folgen wollt, seht ihr immer, wann ich wieder ein neues Video rausbringe. Ich hoffe, ich kriege die Regelmäßigkeit weiterhin so hin, weil ich meine, ich bringe jetzt tatsächlich jede Woche ein Fairytale Preview raus, das habe ich schon lange nicht mehr geschafft. One Piece Previews, naja, ich muss ganz ehrlich gestehen, dass ich den Anime gerade nicht gucke, sondern nur das Manga lese. Finde ich selber ein bisschen traurig, muss ich nochmal nachholen. Ich habe aber gerade viel um die Ohren, deswegen werde ich das ein bisschen nach hinten verschieben. Viel geschwafelt, kurzer Saiyajin, kommen wir jetzt mal schnell zum Inhalt der Folge. Wir sehen dieses Mal leider sehr, sehr verpixelt, weil irgendwie die Qualität von dem Preview scheiße war. Mad Gear, wie er von Natsu zum Kampf herausgefordert wird. Natsu hat ja von Ignil den Befehl bekommen, dass er das Buch wegnehmen soll, wo IND irgendwie drin ist oder so, oder beschworen werden kann. Und Ignil hat aber gerade ein paar so Probleme, weil er gegen einen unsterblichen Drachen kämpft. Also ja, eher so mittelmäßig schlecht. Und deswegen greift Natsu jetzt den komischen Mad Gear an, der eigentlich nie irgendetwas macht, außer auszuweichen. Er blockt einfach die ganze Zeit alle Schläge ab, weicht zurück. Also er macht ein bisschen so auf Vorhersehungshaki, könnte man schon fast sagen. Und weicht immer so links, rechts, oben, unten aus. Und hält weiterhin das Buch in seiner Hand. Außerdem ist ja seine Flugkraft irgendwie Pflanzen wachsen zu lassen. Keine Ahnung, die ist irgendwie ein bisschen seltsam, die Flugkraft. Aber das macht nichts. Der Typ muss auf jeden Fall ziemlich stark sein, weil sonst hätte er nicht gegen den Stellargeistkönig im Endeffekt gewonnen. Der Typ ist eigentlich fast unbesiegbar. Er ist fast unverwundbar. Also eigentlich ist er genauso OP wie Acnologia. Also Natsu wird schon so die ein oder anderen Probleme haben, ihm das Buch wegzunehmen. Währenddessen tobt immer noch der Kampf der beiden Drachen. Acnologia, Flügel der Dunkelheit, und Ignilkönig der Feuerdrachen, die sich ein heftiges Duell liefern. Vor allem Acnologias Gebrüll ist ziemlich krass und erhält immer wieder die ganze Nacht, weil es eigentlich nur so ein fetter blauer Laserbeam ist, der der Typ die ganze Zeit in den Himmel abfeuert. Und der Kampf ist ziemlich, wie soll ich sagen, einseitig. Ich meine, Ignil haut ihn zwar ganz ordentlich auf die Mütze, aber Acnologia ist ja unverwundbar. Das heißt, ich weiß nicht, was Ignil groß gegen ihn ausrichten kann. Das wird wahrscheinlich ein relativ einseitiges Battle werden nächste Folge. Auf jeden Fall erscheinen weiterhin die Zwillingsdrachen Sting und Rouge von Sabertooth und versuchen zu helfen. Ich weiß nur nicht genau, bei was. Wollen sie jetzt auch noch die Drachen angreifen oder wollen sie Natsu gegen Mad Gear helfen? Ich weiß es nicht. Oder wollen sie vielleicht Face aufhalten? Der Face ist letzte Folge aktiviert worden. Das hat irgendwie auch noch keiner mitbekommen. Weil er zwar den Kampf gewonnen hat gegen Hentai Witch, aber irgendwie dann doch ohnmächtig geworden ist und eine Sekunde zu spät Kyoka diese Tussi umgebracht hat. Und jetzt, es sieht so aus, als würden Sting und Rouge Natsu helfen, gegen Mad Gear zu kämpfen. Allerdings ist die meiste Zeit sowieso nur so: Oh mein Gott, da sind Drachen am Himmel und wir ficken, werden die ganze Zeit auf dem Boden herumgefickt, weil die so entviel Vibrationen und Luftstöße auslösen. Aber durch das, dass Ignil da ist, hat ja Natsu so eine Quelle, wo er seine Stärke rausbeziehen kann. Das heißt, Ignil kann ihm immer wieder Kraft geben, wenn er Bock hat. Und ich hoffe, dass das auch ganz gut funktionieren wird, weil mir dieser Mad Gear nämlich ziemlich auf den Sack geht. Man sieht ihn auch einmal durch mehrere Felsen fliegen. Es ist zwar ziemlich verschwommen in diesem Bild. Die Qualität ist einfach miserabel dieses Mal gewesen. Tut mir leid dafür. Und ich glaube, Natsu kann ihm schon gut eins auf die Fresse geben. Aber ob es schlussendlich dazu führt, dass er ihn in der Folge besiegen kann, denke ich nicht. Weil in Fairy Tail zieht sich ja alles über so 10 Folgen, so ein Kampf. Und dann sieht man endlich mal wieder Gray. Ich meine, Gray haben wir ja schon Ewigkeiten nicht mehr gesehen. Fanservice ist endlich wieder da. Und ich glaube, dass alle jetzt so ein bisschen probieren, die Probleme einzudämmen. Ich denke, Face muss irgendwie bekämpft werden. Die Drachen am Himmel gehen auf ihre Endschlacht zu. Und Natsu muss es irgendwie schaffen, Mad Gear zu besiegen, damit er nicht den dämlichen Dämon beschwören kann. Deswegen geht es auch auf ein baldiges Ende zu. Und indem Acnologia auf jeden Fall versuchen wird, Ignil endlich den Gnadenstoß zu versetzen und Ignil versuchen wird, Acnologia irgendwie kampfunfähig zu machen, falls das irgendwie funktionieren sollte. Ich bin echt gespannt, was uns nächste Folge so erwarten wird. Ich glaube, die wird wieder ziemlich spannend und ich hoffe, dass sie den Ansprüchen gerecht wird, die ich jetzt wieder an sie habe. Ja, ich habe sehr hohe Ansprüche an Fairy Tail Folgen. Ich meine, die Bildqualität hat schon um einiges nachgelassen und mir gefällt auch die Stimmung nicht mehr so gut wie in den damaligen Folgen, weil jetzt irgendwie alles immer so düster ist. Es ist alles irgendwie so düster, trostlos und langweilig gehalten und ich finde es irgendwie schade. Ich hoffe, dass sie die Kämpfe auch ein bisschen epischer animieren können in nächster Zeit,
Weil irgendwie, ich weiß nicht, das sieht immer alles so kurzfristig hingerotzt aus und ich hoffe, dass das irgendwie besser wird. Egal, ich freue mich auf die nächste Folge und bis dann würde ich sagen, euer Förster haut raus. Ciao.